So, moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lang, lang ist her, American Truck Simulator, Simulator, wie auch immer, ATS ist am Start. Ich fahre immer noch den Bock hier, den ich ja so ein bisschen auf Oldschool gebastelt habe, unseren Peterbilt. Ja, I like it. Ja. Ich mag diese Oldtimer Trucks oder halt eben Trucks auf Oldschool. Ich mag das genauso in europäischen ältere LKWs zu fahren oder halt LKWs, die nicht überall auf der Straße rumgurken. Wobei sie müssen ein gewisses Flair haben, ja. Und dieser Truck hat das einfach. Ich hätte auch ganz gerne so ein bisschen. Eigentlich so die Auspuffe ein bisschen verrucht und ein bisschen den Lack so ein bisschen. Ah, gut, okay. Aber das ist alles Spielerei. Okay, kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Warum, wieso, weshalb? Wieder ATS. Ich will euch damit gar nicht großartig wieder jetzt eine ganze Session davon machen, sondern ganz einfach zwischendurch bietet es sich an, eben euch auf dem Laufenden zu halten. Und hier in dem Fall ist es so, Update 1.44 ist da. Ja, jetzt fragt ihr euch, ja, ist ja ganz toll, aber was ist denn das überhaupt? Ja, letzten Endes ist es kein riesiges Update in dem Sinne, oh, alles neu, alles toll, alles hier und da. Man muss das Game lieben, ja, man muss Bock haben auf den ATS. Und ich habe tatsächlich den Pro-Mod rausnehmen müssen, weil der eben mit dem Update nicht kompatibel ist. Ich denke, die Jungs werden da dabei gehen und werden das fixen. Zu dem Ganzen, was ist das Update? Also grob habe ich mich da eingelesen. Wir können mal anfangen. Im Endeffekt, ich bin in San Francisco jetzt, das heißt in Kalifornien, und genau darum geht es. Geht um die Städte Eureka, Sacramento, Truckee, Ukiah, oben noch ein bisschen Redding. Hier ist alles neu gemacht worden. Das heißt, hier ist tatsächlich von Grund auf, die Städte sind ummodelliert worden. Und so weiter und so fort. Ist also tatsächlich hier in Kalifornien im Norden einiges passiert. Hier unten im Süden nicht allzu viel, das seht ihr. Ja, ich habe jede Menge Straßen, die ich noch fahren müsste. Aber das ist gut. Also auf der ganzen Map sind auch jede Menge graue Straßen über. Aber ihr seht hier oben, Kanada ist nicht da. Also wie gesagt, ich habe den Mod rausnehmen müssen. Sonst funktioniert das nicht. Und genau hier will ich starten mit euch. Ich will hier hoch jetzt nach Sacramento fahren oder am liebsten eigentlich nach Ukai. Okay. Und hier die One, also die 101 hoch hier. 101. Ich kann das. Geglaubt, ich kann das nicht aussprechen, ne? Aber ja, ich weiß, ich habe sowieso was in der Schnauze, aber abgesehen davon. Also da habe ich Bock drauf. Und was ist noch neu? Also hier die Städte, das ist überarbeitet worden. Dann gibt es jetzt hier Straßen, die sind so nicht durchgehend, sondern so ein bisschen eher punktmäßig markiert. Das sind sogenannte Offroad-Straßen, ja. Werdet ihr dann nicht so viele finden, aber hier in der Nähe haben wir zufällig eine. Und ich weiß, dass hier oben im Norden, ganz hoch im Norden, hier sind mehrere von solchen Straßen. Profi-Effekt, er weiß gar nicht Bescheid. Nee, stimmt, habt ihr recht. Irgendwo hatte ich das gesehen. Na, ist egal. Also. Die Straßen, ich kann auch sein, dass sie nur in Kalifornien damit erstmal angefangen haben.
und den Rest nachholen werden in weiteren Updates. Also das sind sogenannte Offroad-Straßen. Was hat sich noch geändert? In den Aufträgen, das werdet ihr sehen, gibt es jetzt ein paar neue Trailer. Und zwar sowas hier zum Beispiel. Ja, ihr habt also richtig einen, nicht nur einfach einen Auflieger, sondern tatsächlich hier, ja, wie nennt sich das? Ein Sattel-Slash obendrauf. Ja, also die von hier unten das Gebogene nach oben hoch. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch das besser erklären kann. Ach doch, kann ich. Und zwar, wir gucken uns den schönen LKW nochmal an. Ich quatsch schon wieder so viel, ne? Wartet, geht gleich los. Aufliegermanagement. Und dann kaufen wir mal eben schnell einen Auflieger, Aufliegerhändler. So, genau. Ja, das sind so die Standarddinger. Hier, Drop Deck. So nennt man das. Seht ihr das? Hier jetzt der Auflieger. Wenn wir jetzt mal die Ausführung ändern. Das hier ist ein Drop Deck. Ja. Indem ihr hier im Endeffekt da, wo ihr den Auflieger aufsattelt, dieses Deck oben drauf habt. Ja, das ist ein sogenannter Drop Deck. Und die Auflieger sind eben neu gekommen. Ja, gibt es auch in anderen Varianten, glaube ich. Ja, gibt es auch, aber jetzt haben wir hier im Shop tatsächlich nur den einen. Das ist auch geil. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist so im Groben und Ganzen das Update. Gibt noch natürlich jede Menge Bugfixes und so weiter und so fort, aber darauf will ich eigentlich gar nicht weiter eingehen. So, ich will mal eben schauen, ob wir noch schnell einen Auftrag hier rankriegen. Am liebsten natürlich ein Richtung Sacramento. Scheint aber hier tatsächlich schlecht zu sein. Ich guck mal, ich hole euch gleich wieder dazu. So, ich habe mir jetzt einen Auftrag an Land gezogen. Ist nicht das Dollste, auch nicht das Beste. Ich habe den tatsächlich nur nach Redding gekriegt. Wir werden also nach Sacramento vorbeifahren. Vielleicht einen kleinen Zwischenstopp machen. Ich habe noch eine E-Mail von der Dispo gekriegt. Oh ja, hier, neue Spezialtransporte sind verfügbar. Weitere Unternehmen in, das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Ja, das heißt, die großen, diesen Spezialtransporte, da gibt es eben jetzt neue Städte, die man anfahren kann. Und da kriegt ihr dann auch solche Aufträge. So, starten wir den Motor. Okay, wir fahren los. Wie alle Nadeln nach oben gehen, ne? Ich finde das geil. Hört ihr den Sound? Ja, okay. Gut. Dann Gang rein. Los geht's. Da ist das tolle Wort wieder. Ich muss jetzt den blöden Auflieger abholen. 147 Kilometer. Ich würde sagen, ich hämmer euch dann wieder rein, wenn ich ihn hinten drin habe. Bis gleich. So Leute, ich bin angekommen. Ich habe den Auflieger hinten dran. Ja, das ist aus so einer Chemiebude hier. Und wir fahren Düngemittel. Ich denke, das ist ganz nice. Und dann machen wir das wie gehabt. Erste 10 Minuten war ein bisschen vollgequatscht mit dem Update. Den Rest fahren wir schön. Ich werde das Radio einkloppen. Und dann geht das los. Da sind wir wieder. Radio on. Och, Gang rein. Tschüss.
Tanken müssen wir zwischendurch vielleicht. Schauen wir mal. Oh. Wir müssen rüber. Hier ist nur linkser Bieger. Oh. Okay. Ja, ja, alles gut, alles gut.
super geil gemacht, optisch hier. Alles überarbeitet. Guckt euch das an. Mega. Halt doch noch an, ne? Einfach durchfahren. Hier kommt wirklich das US-Feeling raus, ne? Muss ganz ehrlich sagen. Ich bin wieder falsch gefahren. Ich habe mal wieder die Auffahrt verpasst, Leute. Ich werde mir kurz was einfallen lassen. Bis gleich. Wieder da. Ich habe eine Lösung gefunden. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, alles neu überarbeitet hier. Das seht ihr auch an der Straßenführung.
vor allen Dingen an der Gestaltung von den Straßen, ne? Sehr geil gemacht. Bisschen verschätzt. Ja, der Kollege hat sich auch verfahren. Die Abfahrt eben gerade runter, jetzt fährt er wieder rauf. Reise. Hier Obstplantage oder sowas. Sehr nice. Anhalten. Schulbus vor uns. Sehr geil. Du, 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 du.
So, und hier sind wir schon am Ziel. Das sieht nice aus. Das war eine schöne Fahrt. Zack. Auflieger abgegeben. Bis auf den kleinen Ausrutscher, dass wir die Ausfahrt verpasst haben. Ich glaube, lief jetzt ganz gut. Die Folge geht auch schon wieder länger als geplant. Wahrscheinlich zum Anfang wegen meinem Gequatsche. Leute, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Das war zwischendurch mal wieder ATS wegen dem Update 1.44. Ich würde sagen, haut da rein, bleibt gesund. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Mm-hmm.